Warst du schon einmal mit einer Frau auf einem Date und danach hatte sie kein Interesse mehr, sich mit dir weiterhin zu treffen? Oder du hast mit ihr geschrieben und sie hat dann irgendwann signalisiert, dass da weniger kommt und dass sie sich nicht mehr mit dir treffen möchte? Dann hast du wahrscheinlich einen dieser konkreten Fehler gemacht, auf die wir gleich ganz konkret eingehen werden und dir dann ebenfalls auch aufzeigen werden, wie du das in jeder Situation nicht nur besser machen kannst, sondern so gut machen kannst, dass sie dich nach Dates fragt. Das bekommst du heute mit mir wieder dabei. Makako, unser Coach für Anziehung in der Flirt Masterclass. Das wird eine geile Show. Ich freue mich drauf. Und wie ihr seht, im neuen Büro. Und es wird jetzt die nächsten Tage und Wochen immer schöner und schöner aussehen. Also, los geht's. Yo, Andy. Ich habe letztes Mal wieder einen totalen geilen Anruf gehabt mit einem sehr guten Kumpel, den ich hatte, der seit langem mal wieder eine Frau gedatet hat, die er auf der Straße sogar kennengelernt hatte. Und da hat sie sich mega auf dieses Date gefreut, hat sie getroffen in einem Park bei sonnigem Wetter. Ich meine, es ist geil, wir haben momentan Frühling. Es lädt dazu ein, rauszugehen. Er hat dieses Date mit dieser einen Frau und hat mir dann geschildert, dass er aus seiner Sicht alles richtig gemacht hatte. Er war mit ihr spazieren, war ein Eis essen und sie haben sich über Gott und die Welt unterhalten. Dann haben sie sich verabschiedet, sie ist gegangen und sie hat sich danach nie wieder gemeldet. Ich habe ihn danach gefragt, so, worüber sie sich unterhalten haben. Und er meinte dann zu mir, über jedes mögliche Thema, von Studium bis zur Arbeit, über Urlaube, über Lebensträume, Familienplanung. Und da hat eigentlich nur noch die Rente gefehlt. So, was ist aus deiner Sicht falsch, schief gelaufen dabei? Also zunächst mal sagen ja sehr viele, dass sie mit Frauen über alles reden. Und dass sie beim Date, haben wir eigentlich ein schönes Date gehabt und es war eigentlich ganz spannend. Und gerade dieses, ja, nach dem Date hat sie das Interesse verloren und hat mir dann nicht mehr so geschrieben und dann kam es nicht mehr zum nächsten Date. Hören wir ja immer wieder. Und interessanterweise ist, wenn wir dann da ein bisschen näher bohren, so wie du da auch näher gebohrt hast, finden wir heraus, dass sie wirklich nicht über alles geredet haben beim Date und sich sogar sehr, sehr viele Filter und eigene Sperren gesetzt haben, was sozial erlaubt ist als Frage auf einem ersten Date und was sozial nicht erlaubt ist als Frage auf einem ersten Date. Wie du gesagt hast, wenn nur die Rente noch gefehlt hätte, wenn du bei einem Date nicht mit ihr lachst, dann machst du schon mal was verkehrt. Oho, Herr Wenn du, und da kann Makako auch ein Lied von singen, wenn du, weil er gut darin ist, Frauen zum Lachen zu bringen, und wenn du es schaffst, dass sie sich so öffnet, dass sie in ihrer Persönlichkeit Dinge von sich preisgibt, die sie üblicherweise nicht sofort auf einem ersten Date sagen würde. Gerade die Dinge, die dir ein bisschen zu heikel vorkommen könnten. Ja, also Ex-Beziehungen, Ängste, Sorgen, Vorstellungen vom Leben, die sie vielleicht niemandem so wirklich erzählt hat und warum sie diese hat. Ja. Wenn ihr über diese Themen anfangen könnt, in die Tiefe zu gehen und wirklich sie kennenzulernen, wenn du das kannst, dass du sie kennenlernst, nicht nur ihre Meinung zu Costa Rica oder zu Mallorca, das sind nur Meinungen, sondern du von der Inhaltsebene auf die Persönlichkeitsebene, nicht nur die persönliche Ebene. Die persönliche Ebene ist, was magst du, was gefällt dir, aber die Persönlichkeitsebene, was für ein Mensch bist du, wenn du auf diese Ebene wechseln kannst, dann schaffst du etwas, was sehr wenige können. Und wenn du dann noch sie zum Lachen bringen kannst und du dann auch die regelmäßigen Impulse setzt, dass ihr euch zum Beispiel küsst, dass du sie an die Hand nimmst, dann setzt du auch die richtigen Impulse, dass ihr irgendwann miteinander eine Beziehung beginnen könnt und sogar miteinander schlafen könnt. Wenn du das nicht machst und es sind einfach nur freundliche Themen, die ihr miteinander besprecht, dann war das Treffen genau das, ein freundschaftliches Treffen und mehr eben nicht. Ja, aber die Frage höre ich dann auch, aber es ist doch viel zu intim, beim ersten oder zweiten Date schon so weit vorzupreschen und solche Sachen zu fragen wie, was für Ängste oder Träume hast du denn wirklich? Ja, wer traut sich so etwas? Warum sollte man sich das trauen? Ist das nicht zu schnell?
Wer gibt mir, die Frage bekomme ich sehr oft, wann weiß ich denn, dass ich die Erlaubnis habe, jetzt in diesem Moment diese Frage zu stellen? Muss ich da auf irgendwelche körperlichen Signale der Frau achten? Achte ich darauf, ob sie mir in irgendeiner Art und Weise die Erlaubnis gibt, so intime Fragen zu stellen? Die Fragen, worauf soll ich achten, ob sie mir die Erlaubnis gibt oder ob sie Interesse an mir hat, dass ich das machen darf, zeigt, dass du dir das nicht selber zugestehst und dir erlaubst, dass du solche Sachen fragen darfst. Völlig egal bei wem. Ah. Ja. Makako weiß das schon. Ich finde das so geil. Unsere Gespräche werden jetzt, haben immer diesen Ton von, dass du hier neue Sachen lernst. Aber das weiß Makako ja gerade. Makako, sehr gut. Das ist ein Geheimnis. Hilf mir gerade, dass du so erstaunt, erstaunt hey, bist Leute, um die Dinge, die du sowieso schon weißt. Leute, ich bin auf eurer Seite. Ich spreche für euch. Da, ganz genau. Darum, das wollen wir ja. Wir wollen ja gerade mit dir reden. Und wenn du in diesen Kennenlernphasen dich so unsicher fühlst, weil du nicht weißt, ob sie das mag oder nicht mag, dann geht da schon mal eine Sache schief, die du leicht verhindern kannst. Ja? Und das ist, dass du dir selber die Erlaubnis gibst zu sagen, hey, es geht hier bei diesem Kennenlernen nicht nur darum, dass ich ihr gefalle. Es geht nicht nur darum, dass ich mich interessant für sie mache oder sie Interesse an mir finden wird, indem ich interessant oder witzig oder was auch immer bin. Nein, es geht hier bei diesem Kennenlernen geht es auch darum, dass du sie kennenlernen kannst. Dass du schauen kannst, aus welchem Holz ist sie denn geschnitzt. Dass du das Ganze mal umdrehst aus der Perspektive, was würdest du tun, wenn dein Chef dir von heute auf morgen den Job kündigen würde? Wie würdest du darauf reagieren? Das ist zum Beispiel eine Frage, die, nehmen wir mal jetzt genau diese Frage. Es geht gar nicht so sehr um, was du da wirklich gefragt hast, weil das könnte auch einfach nur eine interessante Unterhaltung sich daraus entwickeln, ja, die sehr spannend ist. Ich habe diese Frage gestellt, weil ich gerade mit einem guten Kumpel darüber geredet habe, dass er bald Leute vielleicht feuern müsste. Aber das ist einfach nur, was mir spontan in den Kopf gekommen ist. Was viel wichtiger dabei ist, ist, wie ich die Frage gestellt habe. Ich habe die Frage nämlich nicht so gestellt, dass ich mich für sie ins Zeug lege und dass ich versuche, jetzt das Richtige zu sagen, sondern ich habe sie auf die Probe gestellt. Ich habe mal geschaut, wie würdest du denn dabei reagieren? Ja, aus welchem Holz bist du denn so geschnitzt? Bist du denn die Richtige für mich? Ist das, was im Subtext rüberkommt. Und das merkt sie. Sie merkt, irgendwie ist er anders. Er macht mir nicht so den Hof wie andere, er versucht mir nicht alles recht zu machen, sondern irgendwie muss ich mich auch mal. Genau, ich bin nicht der Bewerber, sondern eher ist sie auf dem Bewerbungsgespräch bei mir. Ja. So, viele Dinge sind einfach schon in dieser Dynamik. Und das Zweite, was du sagst, Furchtlosigkeit. Einfach mal fragen. Einfach mal fragen, was du wirklich wissen willst. Ja, genau, wenn du der Mann bist, der sich etwas traut, was sich andere nicht trauen, dann bist du allein dadurch schon anders und hast dich von anderen unterschieden. Ja? Positiv. Also es gibt viel mehr, was du falsch tun könntest, wenn du dich Sachen nicht traust. Wenn du nicht traust, mal etwas anders zu machen, als du es üblicherweise gemacht hast, als wenn du es einfach mal versuchst. Ja? Viele Männer, die bei uns im Coaching sind, die fangen dann an, nach wenigen Tagen auch schon mal etwas zu tun, was sie in ihrem gesamten Leben noch niemals getan haben und erfahren dann auf einmal, wie dann zum Beispiel ihr Umfeld, wie die Arbeitskollegen oder die Arbeitskollegin oder die eine Frau im Freundeskreis auf einmal anders auf sie reagiert. Und oft sehen wir dann jemanden, der lange, lange, lange Zeit in der Friendzone bei einer Frau war, auf einmal, dass die Frau sich bei ihm meldet und Interesse an ihm entwickelt. Ja, das ist nicht, weil er ein anderer Mann geworden ist. Es ist, weil er erkannt hat, dass er schon immer diesen Wert in sich hatte. Und den hast du ebenfalls schon immer in dir gehabt. Es gibt keinen Grund, warum du dich vor anderen klein machen bräuchtest. Warum du das Gefühl haben musst, dass du nicht gut genug bist für sie. Es gibt keinerlei Begründung dafür.
Ich kann dir aber 1000 Gründe finden, warum du gut genug bist und warum sie durchaus sich für dich ins Zeug legen kann, weil noch seid ihr einander nicht versprochen, noch hast du über ihr überhaupt kein Wort gegeben, dass du für sie der Mann deines Lebens, ihres Lebens sein wird und andersrum. So, um zu gucken, ob sie denn das Zeug hätte, um deine Frau, um die Frau deines Lebens zu werden, na, da musst du natürlich gucken, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Du kaufst ja nicht die Katze im Sack. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und genauso ist es auch schon eine kleinere, aber auch so wichtige Entscheidung, mit wem du zusammenkommen möchtest. Oh ja. Und selbst wenn es nur darum geht, mit wem du schlafen möchtest, sind Frauen, das haben Frauen viel besser drauf als wir Männer, selbst wenn es nur darum geht, mit wem sie schlafen wollen, prüfen Frauen Männer nach dem Holz, das sie geschnitzt sind. Das ist ihr gutes Recht, das ist auch gut so, dass sie das machen. Wir dürfen das aber ebenfalls machen. Das machen viel zu wenige Männer. Ja, alles gut, dass du es sagst. Das ist ja eine Sache, die ich halt unseren Coaches ja ständig sage. Die sagen, ich habe jemanden kennengelernt und das ist so und so eine. Und ich glaube, sie könnte so und so eine sein für mich. Zu sagen, noch kennst du sie nicht. Lern sie erstmal richtig kennen. Mach dir das bewusst. Alles, was du denkst, alles, was du siehst, ist deine Wahrnehmung. Noch kennst du sie nicht. Du kennst sie noch nicht nach dem ersten Chat. Du kennst sie noch nicht nach dem ersten Date. Du kennst sie noch nicht mal nach dem ersten Kuss oder nach dem ersten Sex. Um Menschen wirklich kennenzulernen, braucht man entweder viel Erfahrung, um die richtigen Fragen zu stellen und auch die richtigen und die Antworten auch richtig zu deuten, oder einfach sehr, 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 sehr viel Zeit. Aber das ist die hohe Kunst des Verführens und das kann eigentlich nur der Andy. Also da nehme ich mich jetzt erstmal so ein Pokito raus. Nein, bitte, das kannst du ebenfalls. Das können wir ja alle, weil es nichts ist, was ich dir geben kann oder was du von irgendjemandem bekommen kannst. Das ist ja keine Maske, die du dir aufsetzt. Es ist immer wieder so schön zu sehen, wie das schon längst in dir gesteckt hat, wie das schon längst in unseren Teilnehmern wie dem Markus oder dem Costa oder dem Roman, der jetzt gerade natürlich wieder mehrere Dates hatte in dieser Woche, wie diese Männer das alles hinbekommen, weil das schon längst in ihnen gesteckt hat, weil sie sich jetzt aber trauen, zu sich zu stehen und nicht mehr sich klein machen, nicht mehr Angst haben vor Ablehnung, nicht mehr Angst haben, etwas falsch und verkehrt zu machen. Du hast erklärt, dass dass Männer sich vielmehr die Erlaubnis geben dürfen, furchtlos zu sein und halt auch die Fragen zu stellen, ohne sich eine Grenze zu setzen im Kopf, was erlaubt ist und was nicht. Ja? Mhm. Sondern sich selber ihr Erlaubnis geben dürfen, das, was sie wirklich herausfinden wollen, um eine Frau kennenzulernen, auch Fragen stellen, um einfach auch ein bisschen Kante zu zeigen. Das erinnert mich gerade an unseren lieben Markus. Der Markus ist ja der Hammer. Der ist ja auch seit ein paar Monaten bei uns dabei und hat tatsächlich gelernt, Frauen auf der Straße anzusprechen und Nummern zu bekommen und auf Dates zu gehen. Aber das Schöne daran ist, dass er das nicht einfach nur analog sieht und das bei Frauen anwendet. Er setzt es in anderen Lebenslagen genauso um. Der war letztens auf einem Bewerbungsgespräch, weil er nach einem neuen Job gesucht hat und dann durften sich die Firmen, das hat er nicht nur bei einer Firma, sondern bei mehreren gemacht, dann durften sich die Firmen bei ihm bewerben, warum sie der beste Arbeitgeber für ihn sein könnten. Warum er sich für die entscheiden sollte. Der Hammer, oder? Du hast keinen Job, bewirbst dich bei einer Firma, weil du einen Job brauchst, lässt aber die ganzen Bedenken, die ganze Angst hoch, was ist, wenn ich kein Geld habe, wie kann ich mir die Miete zahlen, ist das überhaupt der richtige Job für die nächsten Jahre, einfach mal komplett liegen, gehst du der Firma und sagst so, warum sollte ich für euch arbeiten? Wenn du eine eigene Frage hast, dann stell sie in die Kommentare und dann werden wir auch in dieser Show beim nächsten oder übernächsten Mal deine Frage beantworten können. Also, wenn dir die Show gefällt, wie wir es jetzt gerade neu machen, wie du siehst hier, alles neu, wird noch immer neuer, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben für das Video, würde mich sehr freuen. Du siehst, hier haben wir noch sehr viel zu tun und deswegen ist jede moralische Unterstützung noch motivierender, dass wir weitermachen und dann wird das noch eine richtig, richtig coole Sache. Also mein Lieber, stell deine Frage in den Kommentar und ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Was er gemacht hat, das traut sich kaum jemand. Also sowohl bei einem Arbeitgeber, also bei einem potenziellen Arbeitgeber, als auch dann bei der Frau. Er hat halt das perfekt umgesetzt, was er dann in den letzten Wochen mit seinen Dates halt gemacht hat. Und er hat dann eben bei diesem potenziellen Arbeitgeber genau dasselbe gemacht und den Spieß halt umgedreht. Das ist super, super attraktiv. Dieser Arbeitgeber hat ihn ja dann auch angefangen, sofort den Hof zu machen und gesagt, ja, also wir haben auch extra ein 13. Jahresgehalt und dies und das. Und er hat dann
Also wirklich sich zurücklehnen können und sich alles anhören können, was der Arbeitgeber ihm jetzt alles zu bieten hat. Und dann hat er natürlich ihm auch den Job angeboten später. Aber das Tolle ist, Markus hat den Job gar nicht angenommen, weil er so viel Auswahl hatte, dass er gesagt hat, na nee, ich suche mal lieber was anderes. Oder beziehungsweise ich habe was Besseres gefunden, was anderes gefunden. Auswahl. Das ist dieselbe. Auswahl ist so wichtig. Wenn du dir überlegst, wie viele Dates du in den letzten Wochen hattest, im letzten Monat, dann kommst du wahrscheinlich, wenn ich vergleiche, wie die Männer, die in der Flirtip- und Charisma-Analyse oder bei uns im Online-Vortrag, im Live-Coaching ihre Fragen stellen. Ich stelle ja ebenfalls diese Frage. Die meisten Männer kommen nicht mal auf ein Date im letzten Monat. Und wenn dann, gerade mal ein Date im letzten Monat. Viele kommen im letzten Jahr vielleicht gerade mal auf zwei Dates oder ein Date. Ja. Das ist traurig, aber wahr, leider wahr. Es ist deswegen auch vor allem traurig, weil es einfach nicht nötig ist. Es ist viel mehr möglich für dich. Es ist jeden Tag, hast du die Möglichkeit, mit jeder Frau, die du siehst, ein angenehmes Gespräch zu führen und daraus Dinge wachsen zu lassen. Unser Job ist es nicht, jemanden rumzukriegen oder jemanden von dir zu überzeugen oder jemanden dazu zu bringen, dass er dich mag. Unser Job ist es lediglich, schöne kleine Samen in die Welt zu setzen und zu sehen, wie sie gedeihen. Dein Job ist es nicht, dass du dann sie jeden Tag gießen musst oder dann wild in der Pflanze ziehen musst und dann unbedingt die Frau von dir überzeugen musst. Nein, du kannst einfach ein schönes Gespräch beginnen, ihr ein Kompliment zum Beispiel machen und damit setzt du schon eine kleine Saat. Und selbst wenn du dich dann einfach mal verabschiedest, ohne irgendwie Nummern auszutauschen, sondern einfach nur einmal ein kleines Zeichen setzt, deiner Güte, deiner Anziehungskraft und dann wieder gehst und wirklich aktiv sagst, so, war cool mit dir zu schnacken, man sieht sich. Und du gehst einfach, das sind Sachen, die traut sich fast niemand. Niemand denkt daran, weil jeder denkt, okay, es gibt eine sehr, sehr finite, also begrenzte Anzahl an potenziellen Partnern für mich. Und die einzige Art, wie ich jemals eine Freundin bekommen kann, ist, indem ich bei jeder Frau, die mich mag oder wo ich denke, ich habe eine Chance, dass ich da alles gebe, dass das klappt. Und wenn es nicht klappt, dann ist es meine eigene Schuld. Und dann bin ich so traurig und so frustriert, weil ich denke, was stimmt denn mit mir nicht, dass keine Frau mich lieben kann? Und wenn du das schon mal gedacht hast, dann bist du genau in diese Falle getappt. Dann hast du dir selber nicht die Auswahl erschaffen, wo du bei einem Arbeitgeber, bei einer Frau dann auch sagen kannst, weißt du was, das passt nicht von meiner Seite aus. Ich wünsche dir noch alles Gute. Diese Auswahl erschaffst du dir, indem du jeden Tag in deinem ganz normalen Umfeld oder dann vielleicht auch am Arbeitsplatz oder bei Freunden oder dann, wenn du mal Bergsteigen oder Wandern oder Radfahren gehst, du die Augen offen hast für die ganzen Möglichkeiten. So viele Frauen, Singles, die Interesse an dir haben und vielleicht schon längst ein Auge auf dich geworfen haben, wo du gar nicht mehr wirklich was machen musst, sondern einfach nur noch lächeln, zunicken, Hallo sagen und dann macht manchmal die Frau den ganzen restlichen Job, ja, weil sie dich auch mag. Wahre Worte. Absolut wahre Worte. Finde ich gut. Also mit einem Samen setzen, das, wenn, okay, dann bringen wir den Leuten ja bei, dass sie Samen setzen. Macht uns das zu Gärtnern oder zu Botanikern? Ich bin mir gerade nicht sicher. Sorry, ich schweife aus. Space-Botaniker. Oh, Space-Botaniker finde ich gut. Ja, aber das ist es ja. Wie komme ich, was fehlt mir, damit ich aus der, wie heißt das Wort nochmal, Abhängigkeit in die Fülle komme? Wie gebe ich mir die Erlaubnis, dass ich gut genug bin und nicht ständig denke, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug für diese Frau, ich bin nicht gut genug für jene Frau, ich bin nicht gut genug für meine Freunde, ich bin nicht gut genug für meine Familie, ich bin nicht gut genug für meine Arbeitswelt und schon gar nicht für mich selbst. Was sagen wir dazu? Bullshit. Natürlich ist Bullshit. Natürlich ist Bullshit. Aber solange du nicht die Auswahl hast, wirst du das nicht sehen. Es ist sehr schwer, sich selber davon zu überzeugen, wie selbstbewusst du doch eigentlich bist und wie viel Auswahl du doch hast, wenn du de facto niemanden vor dir hast oder niemanden in deinem Handy gerade dich anschreibt und sich mit dir treffen möchte. Dann ist es sehr schwer, dich selber davon zu überzeugen, wie anziehend du auf Frauen wirkst. Wir müssen dafür sorgen, dass du einfach mehr Dates hast. Das ist ein ganz klares Faktum. Nehmen wir mal den Markus. Du hast vorhin den Markus erwähnt. Gell? Markus ist diese Woche wieder auf zwei Dates. Er hat Freitag ein Date und direkt danach ein weiteres Date. Und er hat das so eingedeichselt, nicht weil er gerne im Stress ist, dass er direkt nach dem ersten Date die zweite Frau treffen muss, sondern weil er keinen anderen Termin in der Woche hinbekommen hat mit ihr.
Das war wirklich die einzige freie Stelle, wo er sich mit ihr dann noch treffen konnte. Und das ist doch mal eine ganz andere Ausgangslage, wenn du derjenige bist, der der Frau sagt, ich kann leider nur Freitag um diese Uhrzeit. Ja? Und dann nimmt sie es entweder an oder sie hat nun mal keine Zeit. Und dann ist okay, dann habt ihr vielleicht irgendwann nächste Woche, findet ihr wieder was. Aber du bist nicht derjenige, der unbedingt auf Biegen und Brechen versucht, es ihr recht zu machen und die Tage, die sie vorschlägt, auch anzunehmen. Sondern wenn es von deiner Seite aus nicht geht, geht es nun mal nicht. Und deswegen hat der Markus jetzt gerade, der hat jede Woche Dates, jede einzelne Woche. Und das sollte Standard für dich werden. Das wünschen wir dir. Ja? Und diese Frauen, die lernt er alle tatsächlich im Alltag kennen. Einfach so, beim Bäcker, beim Spazierengehen, beim Wandern. Ja? An der Ampel. An der Ampel. Diese Möglichkeiten gibt es die ganze Zeit. Der Lukas, noch ein Teilnehmer in der Flirt Masterclass, der hat eine Frau an der Ampel getroffen. Und das sind diese coolen Geschichten des Lebens, weil es gibt keine Situation, in der deine Kommunikation umsonst war. Jedes Mal, wenn du eine kleine Saat setzt, dann hat das eine Auswirkung, dann bringt das was für die Zukunft. Auch wenn du das nicht siehst. Die Frau, die er an der Ampel gesehen hat und dann einfach so ein Gespräch mit ihr begonnen hat, war zufälligerweise dieselbe Frau, mit der er vor Monaten davor am Telefon, Monate davor am Telefon mit ihr geredet hat, weil er während dem Lockdown irgendwo bei irgendwelchen Nummern angerufen hat, um einfach nur zu quatschen, um sozial zu sein. Und dann hat er in einem Autohaus, ist er rausgekommen und hat im Autohaus dann einfach mit der Frau geflirtet. Einfach gequatscht am Telefon, mit einer wildfremden Person. Und dann haben die da eine Stunde sich unterhalten und haben sich dann nochmal verabredet, nochmal geredet und dann ist nie was draus geworden, weil die in einer komplett anderen Stadt gewohnt hätten. Und dann auf einmal stand sie dort an der Ampel und er hat mit ihr geredet und hat gesagt, irgendwie kenne ich diese Stimme. Irgendwoher kenne ich diese Stimme. Und das war genau die Frau von vor einigen Monaten. Ja, hat dann erzählt, dass sie umgezogen ist und dann sind sie auf ein Date gegangen, haben sich verabschiedet und haben sich wieder getroffen und jetzt läuft da mehr. Ja, jetzt haben sie sich schon mehrmals bei sich zu Hause getroffen. So, das ist etwas, was du erschaffen kannst, nicht weil du wie ein Wilder versuchst, jede Frau von dir zu überzeugen, sondern weil du kleine Saaten setzt, hier und da überall. Ja. Und das Coole ist, das kostet auch keine Überwindung, das kostet dann keine Kraft mehr, wenn du einmal diesen Prozess angestoßen hast. Das ist natürlich jetzt gerade, hört sich das nach einer komplett anderen Welt an. Absolut. Ja, wenn du von 0 auf 100 starten würdest, dann wäre das einfach nicht einfach vom Energiehaushalt möglich, weil da sehr viele Blockaden sind, die wir erstmal aus dem Weg räumen müssen. Ja, die erste Blockade ist oft einfach dieses, was soll ich sagen und was soll ich tun, wenn sie mich abweist. Die Blockade müssen wir aus dem Weg räumen. Irgendwoher kommt sie. Ja, und irgendwann, und selbst wenn du jetzt hier den ein oder anderen Spruch an die Hand bekommst, mit dem du ein bisschen mehr Mut quasi auf die Hand auf den Zettel ein bisschen mehr Mut aufgeschrieben hast, dass du dann sagen kannst, selbst wenn es dann einmal nicht klappt, dann bist du direkt wieder an demselben Punkt. Wenn du jetzt rausgehst, wenn du das Video dann pausierst und rausgehst und dann mit der nächsten Frau, die dir wirklich wunderschön auffällt und du sagst, so, boah, mit der muss ich unbedingt reden und dann kommen wieder dieselben Gedanken, dieselben Blockaden, dieselben Muster wie früher, ja, dann hat dir dieser Spruch oder was du heute jetzt hier gesehen hast oder im Podcast gehört hast, auch nichts gebracht. Das heißt, wir müssen mit dir wirklich ganz individuell anschauen, wo kommen denn die Blockaden her? Bei jedem Menschen ist das natürlich unterschiedlich. Das machen wir in solchen Dingen wie in der Flirt-Typ- und Charisma-Analyse, die du hier oben bekommst. Ja, das ist ein 60-minütiges Gespräch, wo wir uns genau das anschauen bei dir. Ganz individuell, wie du tickst, wie deine Erfahrungen mit Frauen sind, warum das so geklappt hat bisher und warum es noch nicht so geklappt hat und dann auch dein Leitfaden an die Hand geben, wie du mit deiner eigenen Persönlichkeit so nach außen strahlen kannst, dass Frauen dich interessant finden und du auf einmal wählen kannst, mit wem du auf ein Date gehen möchtest und wann du mit ihnen auf ein Date gehen möchtest und ob das Ganze länger geht oder nicht. Das ist ein Gespräch, das geben wir dir gerne an die Hand, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es gerne tun. Und wenn du daran interessiert bist, dann hol dir jetzt deinen Termin. In der Beschreibung findest du den Link. Ansonsten hör weiter zu und schau dir noch mehr Videos an. Eines Tages hoffe ich, dass es dann Klick macht, dass du schon längst alles in dir hast, was du brauchst, um die Frau von dir auch zu begeistern, die du magst. Denn du hast es schon längst in dir. Ja, und du bist es wert. Jeder hier, jeder Einzelne, der dieses Video gerade schaut, genau du hast dieses Glück verdient. Dazu musst du dich nicht verändern, dazu musst du nicht mehr Alpha werden, mehr arschig werden. Nein, genauso wie du bist, hast du es verdient. Aber du musst anfangen, es selber auch zu sehen und daran zu glauben. Natürlich ist das schwer, wenn du nicht diese Auswahl hast. Deswegen müssen wir für mehr Auswahl sorgen. Es sollte normal sein, dass du die Möglichkeit hast, dich jede Woche mit einer Frau zu treffen. Ja, das sollte möglich sein. Das ist auch möglich, selbst wenn du in einer Kleinstadt wohnst. Verdammt richtig. Ja, was soll ich dazu sagen? Andy hat recht.
wie ich bin es manchmal leid zu sagen, Andy hat recht. Aber Andy hat recht. Hol dir deinen eigenen roten Leitfaden und gib dir einfach die Erlaubnis, auch das umzusetzen, was du wirklich, wirklich willst. Frauen kennenlernen. Wenn ich dir persönlich dabei helfen soll und du möchtest dieses Angebot annehmen, dass wir uns einfach mal unverbindlich 60 Minuten mit dir hinsetzen und deinen eigenen Leitfaden erarbeiten, dann klicke hierhin für deine kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Dieses Gespräch ist kostenlos, habe ich erwähnt, dass es kostenlos ist. Das kannst du wahrnehmen und dann kannst du erfahren, woran es bisher gelegen hat, dass du es noch nicht geschafft hast, was deine Fehler sind, worauf du achten musst und wie du es jetzt schaffen wirst. Also, hierhin klicken. Ich sehe dich in der kostenlosen Flirt- und Charisma-Analyse und im nächsten Video. Bis dann.